Grüß euch alle miteinander. Ich bin die Lisbeth Genkhammer und unterrichte in der Kaiserzahn-Adelgasser Sing- und Musikschule Inze schon ein ganz Weilchen die Saiteninstrumente, Zither, Hackbrett, Gitarre und ganz was Spannendes, musikalische Früherziehung mit Kindergartenkindern ab 4 Jahren. Die Saiteninstrumente stelle ich euch dann gleich der Reihe nach 1 und 4, wenn man die am besten am Anfang erlernen kann. Und die musikalische Früherziehung, die besuchen wir jetzt mal im Kindergarten und schauen da rein, was da drin ist und für was das alles brauchen. Ich meine, ich hör schon. Lassen wir uns was vorspielen. Kennt's mit? Tief im Wald ist er versteckt. Guck, guck, hier und dort und überall. Guck, guck, hört man seinen frohen Schall. Guck, guck. Hier und dort und überall, guck, guck, hört man seinen frohen Schall. In dieser zweijährigen musikalischen Früherziehung gibt es für jedes halbe Jahr eine Fibel. Ein Notenmalbuch und Stifte sind dabei und natürlich das Glockenspiel zum Musizieren und Singen. Jetzt brauchen wir bloß nur Noten. Wie schauen denn die aus? Wie ein Luftballon? Wie ein Boy? Ah, komisch. Wie ein Apfel. Ist mal lieber. Wie ein Teller. Oh, auch nicht. Oder wie ein Sieb. Alles ist rund, aber wir können es nicht wirklich brauchen. Vielleicht das? Ein Reifen? Ich glaube, der ist auch viel zu umständlich. Vielleicht finden wir noch was. Ach, die Pappscheiben. Die runden Scheiben. Und wo kehren die jetzt hin? Nach oben, nach unten? Wie soll man die benennen? Brauchen wir erstmal eine Linie dazu. Eine Note wird oben hingesetzt, die andere Noten wird unten hingesetzt oder gemalt zum Beispiel im Malbuch. So, und wie sollen die jetzt heißen? Wir brauchen, glaube ich, Namen dafür. Ja, vielleicht ein C und unten ein A. Ah, jetzt können wir schon feststellen, oben wohnt das C, unten wohnt das A. So schauen dann die Fibelblätter in der ersten Fibel aus und die Antonia lässt uns jetzt ihre Hausaufgabe mit 3 verschiedenen Noten vor. C, D, C, C, A, A, C, C, D, D, C, A. Die in der Fibel abgebildeten Instrumente bringe ich in die Stunde mit, um sie selber auszuprobieren, wie hier die Violine, das Cello als Bassgeige umfunktioniert, verschiedenste Saiteninstrumente, hier die Zither und verschiedenste Blasinstrumente, hier die Tuba. Als Abschluss dieses Video hören wir nun die Kinder bei einem gemeinsamen Auftritt. Gummibärli gibst. Danke für dich.